Ihrem sehr breiten Kopf stehen sie nicht weit auseinander. Auch ihre Nasenlöcher sind sehr groß. Damit erzeugen die Tiere ihre Laute. Sind sie wie bei ihm ganz offen, machen sie so. Ich bin hier der größte Alligator. Ich habe ihn Foodiehead genannt. Ja, du bist ein drolliger Bursche. Na, willst du rauskommen? Sein Name ist Igon. Er hat nur noch ein Auge. Du bist ja süß. Wo sind eigentlich eure Mädels? Kommst du raus? Ja, komm. Kommt alle raus. Na los, kommt. Anhand der Kopfform kann man Alligatoren und Krokodile leicht unterscheiden. Bei den Alligatoren ist die Schnauze breiter und rund. Ihre Kiefer haben eine enorme Power. Bei diesem Burschen kann man das gut erkennen. Wenn er seine Kiefer zusammenpresst, entsteht ein gewaltiger Druck. Das ist der Grund für ihre enorme Beißkraft. Wenn sie ihr Gebiss einsetzen, ist die Wirkung verheerend. Ich bin Steve Irwin aus Australien und freue mich, dass ich hier bei euch in Florida sein kann. Ich habe extra diesen weiten Weg auf mich genommen, um euch Hallo zu sagen. Wie geht's dir, Footyhead? Dir scheint sehr gut. Ist es nicht toll, dass man mich hier so herzlich empfängt? Echt klasse. Stellt euch vor, wie die meisten Panzerechsenarten kommt der Mississippi-Alligator im Süßwasser vor. Aber für kurze Zeit hält er es auch im Brack- oder Salzwasser aus. Barracuda. Und seht mal, was ich hier habe. Das hier sind Flusspferdhauer. Der sitzt unten und der oben. Sind das nicht gewaltige Zähne? Guckt euch dem gegenüber das Gebiss dieses 4,5 Meter langen Krokodils an. Das sind die größten Beißerchen. Sie drücken gegen diese kleineren Zähne im Unterkiefer. Aber sie sind winzig im Vergleich zu den Hauern eines Flusspferds. Kein Wunder, denn die Tiere sind riesig. Das ist Lou, ein 39 Jahre alter Flusspferdbulle. Diese tonnenschweren Kolosse haben ein sehr breites Maul. Da passt jede Menge Futter rein. Mit ihren großen Lippen können sie geschickt selbst ganz kurzes Gras abzupfen. Willst du noch eine? Hier, mein Freund. Guckt euch seine großen Nasenlöcher an. Wenn die Flusspferde schwimmen, ragen sie, wie bei den Krokodilen, nur ganz wenig aus dem Wasser. Das gilt auch für die Augen und Ohren. So können die Dickhäuter riechen, hören und sehen, auch wenn der Rest des Körpers untergetaucht ist. Auf den ersten Blick wirken diese großen Tiere langsam und behäbig. Aber in Wirklichkeit sind sie verdammt schnell. Wie ein geölter Blitz rasen sie manchmal durchs Wasser. Und guckt euch diesen gewaltigen Schädel an. Sein Kopf wiegt mindestens doppelt so viel wie ich. Jetzt sieht man seinen Schwanz. Ist er nicht wundervoll? Hey, möchtest du noch eine Melone, Kumpel? Nein, die werfe ich da nicht rein. Das ist mein Maul. Seht ihr, wie groß mein Maul ist? In der Wildnis machen sie das auch. Sie reißen ihr Maul total weit auf, um andere Bullen einzuschüchtern. Das bedeutet, leg dich besser nicht mit mir an. Ich quatsch dir zu viel, was? Wusstet ihr, dass Flusspferde fast den ganzen Tag im Wasser verbringen? Dort weiden sie die Pflanzen am Grund ab. Doch nachts gehen sie an Land und grasen wie Kühe. Sie fressen die Blätter von niedrigen Büschen und Gras. Okay, lehn dich zurück und schließ die Augen. Bereit?
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Das wirkt hundertprozentig. Ein witziges Gefühl. Ja, dieses Bärenabwehrmittel klebt ein bisschen. Bist du sicher, dass man damit Bären vertreibt? Ja, natürlich. Lass uns los. Okay. Dieser syrische Braunbär heißt Pooh. Und Pooh lässt sich hin und wieder gern verwöhnen. Er hat eine lange Zunge und Lippen, mit denen er geschickt Dinge greifen kann. Und seht euch seine gebogenen Krallen an. Sie sind so groß wie meine Finger. Beeindruckend, nicht wahr? Dabei ist das die kleinste Art unter den Braunbären. Ich glaube, ich möchte heute ein bisschen liebkost werden. Oh, das ist ein Kuss. Und noch einmal. Nun, das würde ich in der Wildnis nicht ausprobieren. Aber hier mit Pooh funktioniert das sehr gut. Das ist total angenehm und eine unkonventionelle Art, einen hübschen Bären kennenzulernen. Pooh führt hier im Mogotzoo ein besseres Leben als viele seiner Artgenossen, die in Ländern wie etwa Pakistan leben. Um Menschen zu belustigen, müssen Bären dort tanzen oder gegen andere Tiere kämpfen. Eine grausame Praxis. Dabei kann man sich genauso gut an den Tieren erfreuen, wenn sie tun und lassen dürfen, was sie möchten. Sie also einfach Bären sein dürfen. Zur Abwechslung könnten wir doch mal versuchen, sie glücklich zu machen. Findest du nicht auch, Pooh? Das ist, was es all about, huh, Pooh? Kriege ich noch einen Kuss, Baby? Wisst ihr was? Nachdem ich mich mit Pooh ein wenig angefreundet habe, hat er mich gebeten, euch etwas zu sagen, das ihm sehr am Herzen liegt. Er möchte, dass keine Bären auf der Welt mehr gequält oder gejagt werden. Wir sollen die Tiere in Ruhe lassen und sie einfach lieb haben. Ich mag dich. Guck mal, wie groß seine Pranken sind. Wow, they're big. Das hat sich gelohnt. Der Bursche ist wirklich total hübsch. Ich glaube, ich wasche mir nie mehr mein Gesicht. Welcher dieser drei Bären frisst am meisten Fleisch? A, der Eisbär, B, der Schwarzbär oder C, der Grizzly? Die richtige Antwort ist A, der Eisbär. Er verputzt am meisten Fleisch. Ach, tut das gut, nicht wahr, Sui? So müsste das Leben immer aussehen. Den ganzen Tag hier auf der Veranda sitzen und Tiere beobachten. Da ist eins. Seht mal, was ich hier habe. What a little steamer! Das ist echt ein kleines Prachtexemplar. Die Süße hat an den Vorder- und Hinterfüßen Schwimmhäute, einen recht großen Schwanz und einen wunderschönen Rückenpanzer. Das ist eine Spitzkopfschildkröte. Bei meinem Schuppen tummeln sich die Reptilien im Wasser. Ihr Burschen müsst verdammt clever sein, damit euch die Krokodile nicht erwischen. Zum Schluss machen wir noch einen Sprung nach Florida und sehen uns eine Schildkröte mit zwei Köpfen an. Los, Kumpel! Wie bei allen Tieren kommt es auch bei Schildkröten durch genetische Defekte zu Missbildungen. Selten findet man jedoch Reptilien mit zwei Köpfen. Im Homosassa Springs State Wildlife Park leben diese siamesischen Zwillinge. In der Wildnis würden sie nicht überleben. Aber hier im Zoo geht es ihnen prächtig. Sie sind kerngesund und wohlgenährt. Und da sie genügend Futter bekommen, gibt es auch keinen Streit. Das ist eine Rotbauch-Schmuckschildkröte, ein außergewöhnliches Exemplar. Sie hat zwei Köpfe. Jeder kann selbstständig fressen, sehen und riechen.
Ich weiß gar nicht, wie die beiden sich koordinieren. Guck mal, Schatz, eine Schildkröte mit zwei Köpfen. Ein Kopf und noch ein Kopf. Ganz sanft. Das ist ein besonderes Tier. Sie ist total aufgeregt. Wie entscheiden die beiden bloß, in welche Richtung sie schwimmen? Ich meine, wer kontrolliert welche Körperseite? Total faszinierend. Schildkröten gehören zu den ältesten Reptilien auf Erden. Es ist ein tolles Erlebnis, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Aber viele Arten können heute nur noch überleben, weil sie auch in Gefangenschaft gehalten werden. Hier kommt das Moskitonetz. Und deshalb spielen Zoos mit ihren internationalen Aufzuchtprojekten inzwischen eine so wichtige Rolle für den Schutz von bedrohten Tieren. Also bis zum nächsten Mal hier beim Crocodile Hunter Schuppen, wo Terry und ich am liebsten ausspannen. See ya! Here we go again, adventuring. Where the wild, wild, wild creatures hang. We're gonna have a gorgeous. G'day. Don't fuck with it. Very, very dangerous time, my friend. Gorgeous, gorgeous. Whoa, little beauty. From the land down under, the land of wonder, the man may call. Check this out. Crocodile Hunter.